Servus, grüß euch, der Dominik von der Skischule Glungenzell ist da und wir sind am Stubaier Gletscher und wir befassen uns jetzt heute einmal mit einer Todsünde des Carvings und des Skifahrens im Allgemeinen. Wir haben alle ein Riesenproblem, wenn es darum geht, die Bewegung nach vor zu bekommen. Also die Todsünde Nummer 1 im Skifahren ist Rücklage. Die killt uns komplett. Wenn man sich vorstellt, der Ski hat eine Taillierung, vorne ein bisschen breiter, in der Mitte ist er schmal und hinten ist er wieder breiter. Und wenn ich den Ski vorne nicht auf Druck bekomme, also wenn die Schaufel keinen Grip kriege, dann verschenke ich eigentlich sehr viel an Carving und an Radius. Und wenn ich Rücklage habe, dann ist es halt einmal so, dass ich erst Druck ab dem Schuh bekomme. Also, wir befassen uns mit dem Thema Rücklage. Wie schlecht wirkt sich das aus auf unser Fahrverhalten? Und dazu haben wir drei Übungen, wie üblich. Und wir starten mit der ersten Übung. Wir müssen uns heute ein bisschen zusammenraufen, weil es geht so der Wind, dass unsere Sprachsequenzen während der Fahrt nicht funktionieren. Deswegen befinden wir uns hier schön an der Mittelstation der S3-Bahn. Und wir kommentieren hier die Übungen, die ich vorgefahren bin. Also, erste Übung, ihr nehmt die Stöcke in so weiter Vorhalte, wie es nur geht, quer über eure Arme, ihr könnt sie fest in die Hand nehmen, ist fast noch besser, weil dann Spannung über den Oberkörper aufgebaut wird. Und ihr schaut, dass im Kurvenwechsel wirklich die Stöcke wirklich wie an einem Seil gezogen, nach vorgezogen werden und da damit auch euer ganzer Körperschwerpunkt auf die Zehenspitzen verlagert wird und somit auch den Schwung über die Zehenspitzen einleitet. Probiert es mal, schaut es euch an, wie es geht und viel Glück dabei. Die zweite Übung, damit wir den ganzen Körperschwerpunkt nach vor verlegen, ist, wir nehmen die Stöcke. Nehmen Sie hinter Arsch, hätte ich jetzt fast gesagt, hinter euren Popsch rein und wir aktiv drückt es nach vor, wenn Sie den Kurvenwechsel fahrt, drückt es euch aktiv mit den Armen, drückt die Stöcke gegen den Popsch und katapultiert euch so richtig nach vorne auf die Zehenspitzen, spannt die Zehenspitzen an, baut eine Spannung auf und leitet den Schwung mit dem äußeren Zeh, großen Zeh vom den äußeren großen Zeh, sage ich. Ich habe mir leid zwar. Also mit dem großen Zeh vom Außenski, da leitet ihr den Schwung ein, da ist der erste Druckpunkt und das schafft ihr wirklich gut, wenn ihr euch richtig nach vor katapultiert, wenn ihr die Stöcke hinterm Bob schaut. Ja, und dann sind wir schon bei der dritten Übung angekommen. Wir verbinden die ganzen Sachen jetzt ein bisschen und versuchen das in unseren Fahrfluss hineinzubekommen. Ein Tool dafür, was uns immer sehr, sehr hilft, egal ob das jetzt der Kurzschwung ist oder ein mittlerer Radius, versucht jetzt bei dieser Übung den Stockeinsatz, der ja bei den mittleren Radien eher in den Hintergrund rutscht, aber probieren wir das jetzt mal auch bei den mittleren Radien im gedrifteten Tempo. Probiert den Stockeinsatz so weit wie möglich nach vorzusetzen, über die Skispitze hinaus. Das gibt euch den Impuls auch wieder, den Körperschwerpunkt nach vor zu bewegen, auch die Rücklage zu vermeiden und den Druckpunkt auf die Zehen zu bringen und dann auch über den großen Zeh des Außenskis den Schwung einzuleiten. Tipps waren hilfreich für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst ein Abo da und wir sehen uns bei der nächsten Todsünde. Da geht es darum, Innenlage. Viel Spaß, der Dominik von der Skischule Glungenzer. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, tschüss.